Der US-amerikanische Künstler Keith Haring gilt als bekanntester Wegbereiter und Vertreter der Graffiti-Art. Schon als Kind ist Haring fasziniert von Comics. Früh steht für ihn fest, dass er Künstler werden will. Als 20-Jähriger siedelt er in die Metropole New York um. Er studiert an der Visual School of Art 2 Jahre lang. Haring ist von den Pop-Art-Künstlern begeistert. Besonders inspiriert wird er von den Bildern Roy Lichtensteins. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne.